Hast du dich erschreckt? Tut mir leid, ich weiß ja dein Herz. Was willst du? Du hast vor, Lukas deine Fürstenhofanteile zu schenken. Würde ich auch machen an deiner Stelle, um mir eins auszuwischen. Aber ich bin nicht du. Glücklicherweise. Und jetzt geh, du bist hier nicht eingeladen. Cosima, ich gebe dir den guten Rat, unterschätze mich nicht. Auch wenn wir seit vielen Jahren getrennt sind, wir sind immer noch verheiratet und somit eine Zugewinngemeinschaft. Und soweit ich informiert bin, gehören Erbschaften nicht zum gemeinsamen Vermögen. Möchtest du es in Rechtsfragen mit mir aufnehmen? Ist ja niedlich. Also wenn du mit dem Argument kommst, dann halte ich dagegen, dass du einen Brief gefälscht hast, um an deine Fürstenhofanteile zu kommen. Und deine Barschaft hast du dem armen Dr. Niederbühl abgepresst, was auch strafbar ist. Damit schneidest du dir nur ins eigene Fleisch. Keine Angst. Es gibt sehr subtile Mittel und Wege, um so etwas anzudeuten, ohne sich zu exponieren. Was willst du? Mit mir teilen? Die Zeiten sind vorbei, Liebling. Ich will alles. Und ich werde es auch bekommen. Verschwinde endlich, oder ich schrei um Hilfe. Wir wollen doch unseren Ehezwist nicht in der Öffentlichkeit austragen. Gute Nacht. Ruh dich gut aus. Die nächste Zeit wird sehr, sehr anstrengend. Ist echt unerträglich. Ich kann es kaum erwarten, endlich hier weg zu sein. Ich habe ein Jahr, mindestens. Und in einem Jahr kann sehr viel passieren. Denk an die arme Rosalie. Und herzkrank bist du ja schon. Ohne ihn wäre sie schon lange tot, womit eine Menge Leute sehr viel Leid erspart geblieben wäre. Dir fällt bestimmt eine andere Lösung ein. Dir fällt ja immer etwas ein. Wer ist da? Du hast Angst. Das ist gut. Ich will mein Geld. Und zwar alles und das kurzfristig. Das war anders vereinbart. Ja, aber ich brauche es eben jetzt. Warum so plötzlich? Ich erlasse dir auch 40% von den 2 Millionen, abzüglich dem, was ich schon erhalten habe. Du bist Geschäftsfrau. Du weißt selbst, dass man solche Summen... Lass mir diese Artigkeiten. Ich weiß ganz genau, dass du mir auf Zeit spielst, weil du dein Geld lieber wem anders in den Rachen schmeißt. Es ist mir egal, wofür und für wen. Du hast versucht, mich umzubringen. Und deshalb sollst du bezahlen und sei es auch nur finanziell. Das will ich ja auch, Rosalie. Es tut mir leid, was ich getan habe. Wieso glaubst du, dass ich dich betrügen will? Du hast mich doch sowieso in der Hand. Dein Noch-Ehemann meint, es gäbe Gründe, warum du lieber eine Anzeige riskierst, als mir mein Geld zu geben. Merkst du denn nicht, dass Götz dich nur manipuliert, um mir eins auszuwischen? Solange ich das bekomme, was mir zusteht, lasse ich mich gerne manipulieren. Was hast du vor? Bevor ich mich von dir linken lasse, rufe ich lieber die Polizei. Ich besuche dich auch im Gefängnis. Kein Gefängnis! Ach ja, das überlebst du nicht, dein Herz. Na gut. Du hast 24 Stunden Zeit. Und als kleine Entschädigung für diese unangenehme Verhandlung hat sich dein Rabatt gerade um die Hälfte verringert. Also nur noch 20% am Zug. Den Rest bekomme ich morgen. Mensch, springen.
Kein Spray. Sie können ihr Spray nicht finden. Moment. Ja, bitte. Genauso war es damals, nicht wahr? Sie standen vor meinem Vater, so wie ich jetzt vor Ihnen, und mein Vater hat Sie angefleht, ihm zu helfen, aber Sie... Denselben Fehler, wie ich mich heil. Es tut mir leid. Verdient haben Sie es nicht. Es ist defekt. Was ist passiert? Eine Herzattacke. Und wir haben kein Spray. Ist sie bewusstlos? Nein, nein, sie ist nur sehr schwach. Ich habe ein Ersatzpräparat gegeben. Mehr kann ich für deine Mutter im Moment nicht tun. Hast du den Notarzt verständigt? Ist unterwegs. Lukas. Gut. Ich weiß nicht, ob sie rechtzeitig eintreffen werden. Ich möchte mit dir allein sein. Wenn du mich brauchst, ich bin vor der Tür. Gar nichts. Doch. Nein, du musst es gar nicht. Der Notarzt ist gleich da. Du musst es ganz ruhig atmen. Ganz ruhig. Dein Freund Michael hätte allen Grund gehabt, mich sterben zu lassen. Was sagst du da? Bitte sag ihm, er soll sich keine Vorwürfe machen. Und dass es mir unendlich leid tut. Kobinieren hätte nicht sterben müssen. Dann stimmt es also, dass du dabei warst, als er gestorben ist. Bitte bleib. Meine Zeit ist gekommen, Lukas. Sag sowas nicht. Du darfst nicht aufgeben, du musst kämpfen. Kämpfen. Ich will, dass du glücklich wirst. Du hast eine Frau gefunden, die dich wirklich liebt. Liebst du sie auch? Dann tu ihr nicht weh, so wie ich dir wehgetan habe. Bitte, Mutter. Der Notarzt ist gleich da. Du hattest so eine schwere Last zu tragen, seit Markus von uns gegangen ist. Sein Tod hat mir einfach das Herz gebrochen. Aber
wenn es dich nicht gegeben hätte, Lukas, dann wäre ich vor lauter Kummer schon längst gestorben. Ich war so grausam zu dir. Kannst du mir verzeihen?